gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderil. Und heute widmen wir uns in einer Höhle, dessen Name mir nicht mehr bekannt ist. Und wir hören hier schon Gegner, das heißt, wir sind hier nicht allein. Okay, das habe ich ein bisschen spät gesehen, aber egal. Hauptsache, ich bin clean und sauber und nicht tot. Mlachit. Ich muss dazu sagen, diesen Job, den ich habe, oder die Jobs, die ich habe ich nie genutzt. Aber wirklich nie. Nie. Wozu auch? Ich habe meinen beschworenen Bogen und er reicht mir aus. Ich hätte aber gerne das nächste Level. Ach, nie genug Gold. Ich brauche nur einen guten Fang. Den habe ich gar nicht gesehen. Gut, dass du sprichst zwischendurch. So, ich nehme dir mal deine Axt weg. Nee, ich will deine Axt haben. Gib mir deine Axt. Ich will nur deine Axt haben. Ach man, okay, dann stirb halt. Schade. Aber wie ihr seht, ich bin mittlerweile quasi unsterblich. Ich kann beim Schleichen nicht mehr entdeckt werden. Apropos, haben wir eigentlich mal wieder Level-Ups bekommen? Ich bekomme gar keine Erfahrung mehr. Doch, bekomme ich. Moment, das muss analysiert werden. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr hier. Ja. Das war doch die Taste, Zero. Das war die Taste. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr hier. Wie viele Level-Ups habe ich währenddessen bekommen? 1, 2, ne? Also mehr nicht. Habt ihr das gerade auch gesehen? Nee, egal. So, derzeit arbeiten wir uns ja hier hoch, ne? Psionik-Zauber. Ich glaube, wir waren hier soweit durch. Absorbierte Lebenskraft. Ja, verbirgt euch. 5 Sekunden, das brauche ich auch nicht. Ich meine, ist zwar gut als Dieb, Schurke, Assassine, aber mich sieht sowieso keine Sau. Verringert die Mana-Kosten. Ja. Erhöht die Lebensdauer eurer beschworenen Kreaturen. Ist aber keine Kreatur, die wir haben. Alle Offensivzauber sind um 30% wirkungsvoller gegen Untote. Wiederbelebte Untote leben 50% länger. Entropiezauber verbrauchen 10% weniger Mana. Verringert die Mana-Kosten. Psionik-Zauber wirken auf Untote. Das Wirken von Zaubern ist nun lautlos. Das könnte noch ganz cool sein. War jetzt nicht wirklich notwendig. Ja. So viel dazu. Tiefenkonzentration. Mentallehrling. Okay. Mächtige Angriffe mit Einhandwaffen verbrauchen wenig. Gibt es hier irgendwo auch Bogenfähigkeiten? Streitkolben. Einhandschwerter. Einhandäxte. Das mit dem Bogen haben wir uns hinter uns, glaube ich, ne? Bei Angriffen mit einer Einhandwaffe erhöht sich, ja, super, Abwehrmanöver, Wirbelklingen. Ermöglicht es euch im Sprint einen kraftvollen Angriff zu machen, liegt eure Ausdauer unter 50% ist eure Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen, um 8% erhöht. Aber da muss ich schon ziemlich weit klettern, ne? Mächtige Angriff aus dem Stand verursachen, ja, aber. Das mit Ausdauer hört sich schon mal ganz gut an, aber ich will ehrlich gesagt nicht so weit klettern dafür, ne? Also ein bisschen suboptimal. Die Erinnerung des Hüters verbessert die Wirksamkeit von Defensivtechniken wie Parade, schwere Rüstung sowie alles, was eure Widerstandsquelle hat. Nein! Das gebe ich mir nicht, Freunde. Nö. Ist mir egal. Gehen wir später dahin. Ist mir jetzt Wumpe. Ich habe es geladen. Ich habe ein Level investiert in etwas, was ich nicht wollte. Da ist wer. Beim nächsten Level abgehen wir mal rein und gucken uns nochmal um, ne? Oh, du lebst doch. Respekt an dich. Okay, da steht keiner mehr. Ja, ich rush hier so also durch. Die haben alle, niemand hat mir eine Chance gegen mich. Ich bin OP geworden. Ich bin richtig OP geworden. Und da sagt mir einer, dass meine Techniken nicht wirklich einfallsreich sind und nicht wirklich effektiv. Habe sie alle kaputt gemacht und das sieht krank aus. Was leuchtet denn das alles? Ich habe ein bisschen Angst, darunter zu gehen.
I can see you. Wer warst du? Da steht nur Schaden. Naja, war das ein guter oder so? Ach, da kann man runtergehen. Scheiße. Ach, Kacke. Ja. Ich wusste, dass irgendwas da sein muss, ey. So, komm, scheiß drauf. Beides reingezogen, ja. So, Diadem des Limbus. Ja, gut. Entropis Tordem. Kann sein, dass er nett war. Kann aber auch nicht sein. Wie sahst du aus? Naja, er sah ziemlich nett aus, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, in einem Bereich, wo nur Diebe sind. Oh, Selnas Visier. Renischer Schild. Ist das vielleicht nicht so ganz geil? Okay, Leute. Ich weiß, wo ich hin. Ach, geht gar nicht. Ganz ehrlich, Freunde. Wisst ihr, was ich nächste Runde. Ich hasse euch abgrundtief, ne? Nächste Folge werde ich ein paar Bücher kaufen, oder bevor ich die nächste Folge einrichte, oder wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin und in der Folge beende, werde ich Bücher kaufen fürs Schlösserknacken. Es geht mir hier voll auf den Sack. Ganz ehrlich. Oh, Zauberbuch, Eispfeil, Entzünden, Lautlos, Totenfunke. Und ich wette, hier ist ein Scheiß drin. Weißt du, da ist der richtig geile Scheiß und hier ist Scheiße. Ich werde ein paar Bücher Schlossknacken investieren müssen. Also, ganz ehrlich. Ich gebe mir das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Es geht mir nur noch auf den Sack. Guckt euch das doch an. Ich bin ein guter Spieler und deswegen habe ich das souverän gelöst. Aber trotzdem. Seht ihr? Hier ist Scheiße drin. In dem kleinen Ding, da war Besseres drin. Naja. Du warst wenigstens was wert, oder? Ja, komm. Ihr seid beide was wert. Nehme ich mit. Dass ich mich damit auch noch abgeben muss hier. Und so einer Scheiße. Und das ist ein Loch. Hui. Holy. Malachit. Nur wo zur Hölle bin ich jetzt gelandet? Ich meine, ich habe die Endruhe gefunden. Das Problem ist, es ging dann auch noch weiter. Beziehungsweise weiter runter. Bist wahrscheinlich zu einem anderen Ausgang. Oder halt auch nicht. Hä? Warte eine Sekunde. Das ist doch nicht möglich. Hä? Wir gehen hier runter. So. Heißt, wir springen runter. Und wir gehen nur ein Stück. Achso, doch nicht. Ich dachte, wir gehen hier so ein Stück hoch. Aber das ist richtig weit oben. Okay, gut. Weil sonst hätte es keinen Sinn ergeben, dass ich runterfalle, weil ich bin hier schon runtergegangen in die Schlucht. Na gut. Komisch. Ach. Ist da jemand gerade gekommen? Also ich habe auf jeden Fall eine Stimme gehört. Da gehen wir gleich sowieso hin, ganz ehrlich. So, Dude, ich komme, machen Sie sich keine Sorgen. Hier bin ich. Ich habe Sie Was war das denn für ein Move? einfach mal so unter den Tisch gefallen. Da wurde so viel gesoffen. Da habe ich ihn unter den Tisch gesoffen. Wo ist die plötzlich? Ich habe mich nur geduckt und sie fragt sich, wo ich bin. Alles Kacknoobs. Ah, schön, schön. So wünsche ich mir das doch. Ah. Und hier ist auch noch ein Bett. Ich musste sowieso mal wieder schlafen, ne? Aber Moment, ich habe 24 Stunden geschlafen. Ich glaube, ich habe genug geschlafen. Ja. Hier geht's noch lang. Hey. Ziemlich sinnbefreit, oder? Okay. Ich habe zumindest gehofft, dass da irgendwo noch ein Gang ist, der mich irgendwo
zu einem epischen Ort bringt. Das wäre schon irgendwo ein bisschen geil. Leider geil. Mhm. Ich bin schon wieder reingetreten. Obwohl ich gewusst habe, dass es da ist. Na gut, begeben wir uns mal Richtung Quest. Es ist ein kleiner Weg dorthin. Das heißt, wir werden eventuell doch noch die ein oder andere Einrichtung finden. Ich muss sagen, ich habe eine Menge Spaß am Erkunden. Und ich würde jetzt gerne schon erkunden gehen. Aber wir wollen ja erstmal die Hauptstory beenden. Und dann können wir immer noch erkunden gehen. Also mache ich mir da. Ich mache mir da erstmal keine Sorgen. Ich meine, früher oder später werden wir sowieso alles von Anduril sehen. Und hoffentlich werden wir ein paar so epische Orte finden, also richtig epische, wie damals in Skyrim diese riesige Höhle unter der Erde, die eigentlich jeder von euch kennt, der Skyrim gespielt hat, kennt das. Und sowas würde ich mir wünschen zu finden. Hast du auf mich gewartet, du Spasti, wa? Könntest du knicken? Wie bin ich zum Fressen? Ich meine, ich sehe wahrscheinlich appetitlich aus, aber fressen sollte man mich trotzdem nicht. Es gibt kein Entkommen durch meine epische Zeitlupe. Dann warte nochmal so ein Looping in der Luft. Ja, schön. Manchmal feiere ich die Physik dieses Spiels. Aber ich glaube. Ja, wir sind gar nicht mal so weit entfernt. Na, aber hier ist so eine Höhle. Da möchte ich gerne noch reingehen. Bisschen Spannung aufbauen bei der Hauptstory. Ich meine, wir sind schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Surprise, ich bin's. Da können wir ruhig mal ein bisschen abseits laufen, ne? Noch jemand hier? Ich hab fest gedacht. Kanalisationseingang, da habe ich ein S vergessen. Das könnte so eine Art, ja, ich will nicht sagen Abkürzung, weil Kanalisation hört sich nicht für mich nach einer Abkürzung an. Eher wie ein Schleichweg. Schleichweg, ja genau, das Wort habe ich gesucht. Holy shit, ihr habt gute Augen. Oder Ohren. Ich frage mich, ob sie das Aussehen nur geändert haben oder allgemein alles an diesen Figuren. Weil das hier waren ja früher mal, wie hießen die nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ihr wisst schon, diese komischen Dunkelelfen. In dunklen Kammern. Keine Ahnung, wie die mal hießen. Weil die waren ja blind, aber hatten dafür gute Ohren. Und ich glaube, diese Eigenschaften haben sie behalten. Okay. Jetzt hör auf abzuhauen! Und du hör auf mich zu schießen! Eieieiei! Nette Mütze. Kannst du behalten. Weil du sie irgendwie nicht hast. In deinem Inventar. So, wo wolltest du denn Hilfe? Ach, da wollte sich schlafen legen, damit er sein Leben wiederkriegt. Die kleine Potsau. Pferdefleisch. Klar. Werde ich gleich essen. Sieht auf jeden Fall hier so köstlich aus hier in diesem Raum, dass man das unbedingt essen sollte. Ah, yeah. Der andere wollte hier rein. Ist aber nicht reingekommen, weil es abgesperrt ist. Das kommt davon, wenn ihr die Scheiße abschließt. Wie ich es schon mal gesagt habe, wenn ihr es braucht, kommt ihr nicht durch, wenn ihr den Schlüssel nicht findet. Ihr Deppen. Überhaupt doch abschließen, damit Zero da nicht langkommt. Geht doch. Wieso nicht klar? Oh. Hier ist sogar ein richtiges Bett. So, noch ein Collectibles. Die Collectibles werde ich wahrscheinlich alleine weiter sammeln, wenn wir durch sind. Und da kann man runterspringen. Da werden wir höchstwahrscheinlich da unten irgendwo landen, ne? Ah, ich verstehe. Wir wollen in das Loch springen. Was gibt's hier denn hier so Besonderes? Zauberbuch, Götterschild. Und alte Kristallmünze, das ist aber nichts zum Bezahlen. Und pyräische Handschuhe, wir kriegen verdammt viel pyräische Sachen, ne? Behenderküras, ja. Kannst du behalten, ich brauch den Scheiß nicht, ganz ehrlich, hier, komm. So episch war das jetzt hier drin nicht. Hey, was? Hey! Böse Tür. So.
Wir kriegen hier verdammt viele psychische Sachen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Da hinten ist nur ein Ausgang. Kommen wir von daher? Oder ist das quasi ein Durchgang in die Stadt? Das ist schon möglich. Ich glaube, hier kamen wir her, ne? Ja, da kamen wir her. Ich glaube, das ist ein kleiner Schleichweg. War da oben noch eine Tür oder so? Da war noch ein Gang. Da gehen wir doch glatt mal nochmal hin. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das war mal ein Laden. Irgendjemand hatte einen Laden in der Kanalisation? Nee, ein Unterschlupf. Ostwinter. Gib mir doch den beschworenen Bogen. Level 4, Mann. Das wäre epic. Ich habe einfach nur Hass auf diese Dinger, ne? Das ist unglaublich. Ich meine, ich hätte das schon vorher machen sollen, dass ich da ein paar Bücher in Schlösserknacken investiere. Ich habe immer, ich denke immer, ja, ist gar kein Problem, ich knack die ja früher oder später so oder so. Aber guckt es euch doch an, ich verbrauche all meine Dietriche. Und meine Nerven. Jedes Mal, wenn Dietrich bricht, bricht auch eine Nerve vor mir. Vor allem, ich habe noch keinen Ausgangspunkt. Ich will das Ding hier knacken. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Freunde. Und wenn es das fucking Letzte ist, was ich tue. Werde diese Scheiße... Oh, ja, please. Es wird echt Zeit, dass ich da ein paar Punkte investiere, ganz ehrlich. Sonst werde ich hier noch verrückt. Gott sei Dank. Amulett des mächtigen Bollwerks. Blockt 16% mehr Schaden auf deinem Schild und Saphir. Wow, also wow, das hat sich ja mal voll gelohnt. Übrigens, falls ihr den Staubsauger hört, der gehört dem Nachbarn. Der ist nämlich gerade verdammt nah an meiner Wand dran. Rattenhaut, cool, behalte dich. Ja, yeah, ich habe Rattenhaut. Wuhu. Cool, ne? Wolltet ihr auch schon immer Rattenhaut haben? Ich verkaufe sie euch für 100 Dollar. Euro. Ich weiß nicht, manchmal komme ich mit dem Englischen durcheinander. Da habe ich die Englische im Kopf und spreche aber Deutsch. Das ergibt keinen Sinn. Ich höre irgendwas schillern. Da oben, ne? Hey, ich tu dir nichts. Ach, das war eine Lüge, Alter. Der glaubt mir auch noch. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Damals wart ihr noch stark. Jetzt seid ihr Lappen. Wie jeder andere auch. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Es ist ein Nierenwurz. Oder Virenwurz, wie das hier auch immer heißt. Ich dachte, das wäre so ein rotes Viech, was wir vorhin schon gefunden haben. Aber ich glaube, das macht keine Geräusche. So. Irgendwer oder irgendwas ist sicherlich noch hier. Ich kann nur noch nicht deuten, wer. Ach, wie seid ihr denn hergekommen? Was ist mit den Gegnern? Habt ihr sie extra für mich dagelassen? Ja, ist das so? Himmel, Arsch und Zwirn. Wofür habt ihr denn so lange gebraucht? Wir haben hier ewig gewartet. Ihr habt die Gegner dagelassen. Eben erst. Was zählt ist, dass wir nun den Siegelstein finden. Ihr beide durchkämmt die Ruinen nach dem Stein. Ich gehe schon mal zum Tempel und nehme das Tor unter die Lupe. Alles verstanden? Gut, dann hopp. Zu wissen, wie etwas aussieht, soll enorm bei der Suche danach helfen. Habe ich zumindest gehört. Das habe ich euch doch schon gesagt. Ein kleines, rot pulsierendes Juwel. Wenn der Stein hier ist, dann solltet ihr nach irgendwelchen Dorfschatzkammern oder so suchen. Jetzt kommt in die Pötte, wir sehen uns am Tempel. Und siehe da, kaum von der einen verrückten Mission zurück, beginnt die nächste. Der lebende Tempel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den mal aus der Nähe sehen würde. Ich schlag vor, du übernimmst das Rathaus. Ich durchsuche den Rest des Dorfs. Gib mir einfach Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ich das Rathaus, du den Rest. Das klingt vernünftig, ja. Das nenne ich Arbeitsteilung vom Feinsten. Ey,
Jasper, hi. Mhm. Weißt du etwas über dieses Dorf? Über Nebelheim? Ja, eine ganze Menge sogar. Die Geschichte hat mich früher fasziniert. Du scheinbar nicht, was? Wundert mich eigentlich, bei all der Zeit, die du jetzt schon auf Enderal bist. Was willst du wissen? Was ist mit dem Dorf passiert? Es sieht so aus, als hätte hier einen Krieg gegeben. Ja, so in etwa war es auch. Wie erzähle ich das, ohne den Rahmen zu sprengen? Die Kurzfassung ist, die Dorfbewohner haben den Verstand verloren und Malfas und dem rechten Weg abgeschworen. Irgendwann sind dann immer mehr Reisende in der Nähe Nebelheims verschwunden. Und hat man das anfangs noch auf die Gefahren des Flüsterwalds geschoben, hat man irgendwann bemerkt, dass überraschend viele Leichen später in der Nähe des Dorfes wiedergefunden wurden. Irgendwann hat der Orden eine Division Hüter gesandt, um dem Wahn ein Ende zu setzen. Wie auch immer das konkret hätte aussehen sollen. Aber die Nebelheimer wehrten sich wie tollwütige Hunde. Und das Ergebnis war, dass die Garde beigezogen wurde und das Dorf gestürmt werden musste, wie eine Festung. Tja, und das ist auch schon das Ende der Geschichte. Cool. Das ist ja crazy. Das heißt, nur weil sie sich gewehrt haben, sind sie quasi alle gestorben. Hätten sie sich nicht gewehrt, gäbe es wahrscheinlich nur eine Untersuchung. Na gut, ihr seid aufgestiegen und ich habe Lust auf, was nehmen wir denn? Nehmen wir Mana. Die Leichen wurden in der Nähe des Dorfes gefunden. Die Nebelheimer haben sie getötet? Haben sie, ja. Sie haben sie geopfert, um genau zu sein. Und ich weiß, dass das wie aus einem schlechten Theaterstück klingt. Später, als man Nebelheim untersucht hat, hat man einen versteckten, mittlerweile verschütteten Raum im Tempel gefunden mit seltsamen Gemälden an der Wand. Scheint, als wären dort die Menschen geopfert worden. Aber warum? Das hat man nie rausgefunden. Das ist hier die Frage. Wie kann denn ein ganzes Dorf einfach verrückt werden? Naja, die gängigste Erklärung ist natürlich die Nähe zum Flüsterwald. Wir wissen ja alle, dass die Pilzspuren über kurz oder lang jeden Menschen in den Wahnsinn treiben. Magiebegabte noch schneller als normale. Ungünstige Winde, mehrere Monde hinweg. Wer weiß. Zumindest ist das die offizielle Erklärung. Manche Verschwörungstheoretiker schieben die Schuld auf den Schlechter von Ark. Den Schlechter von Ark? Du meinst diesen Serienmörder? Genau den, ja. Jael Gerbers Sohn. Ganz skurriler Kerl. Er hat vor seinem Selbstmord eine Autobiografie hinterlassen. Obwohl der Orden ihren Besitz offiziell verbietet, gibt es Sammler, die einen richtigen Kult darum gemacht haben. Es gibt eine Menge wilde Spekulationen um die ganze Geschichte. Einiges davon ziemlich bizarr, wenn du mich fragst. Naja. Wie zum Henker kann ein Haufen Bauern dem Orden die Stirn bieten? Wie gesagt, irgendwas hat die Nebelheimer verrückt gemacht. Und genau so haben sie auch gekämpft. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und der Ort ist nicht schlecht befestigt, besonders durch seine Lage auf der Klippe. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis der Orden und die Garde der Sache Herr geworden ist. Aber dennoch. Na gut, ich danke. Haben wir jetzt die Quest beendet? Ja. Gut. Schauen wir mal ins Rathaus. Mal gucken, was wir dort finden. Ein Anzeichen für den roten Wahnsinn. I can see you. Und ich hoffe, ich kann da durchschießen. Easy. Oh, da ist noch einer. Alles im Augenwinkel gesehen. Ich bin halt ein richtiger Sniper, Freunde. Ich sehe alles. Aber offensichtlich diese eine Falle nicht. Ist das eine Falle oder ist da jemand anderes? Das ist ein Seelenstein. Ein Seelenstein, der auf mich zielt. Das finde ich jetzt mal nicht so nice. Moment, es muss was anderes geben. Eimer! Funktioniert das, wenn ich das so mache? Ah! Offensichtlich nicht. Super, und dann ist da noch eine Falle. Ihr seid scheiße, seid ihr. Ganz ehrlich. Wenn ich da jetzt verreckt wäre, ich wäre richtig sauer gewesen. Das gibt's doch nicht. Die Schweine.
Die ollen Schweine, ich sag's euch. Die hören geschlagen, gehören die. Oh. Ups, Eisbranke. So. Ja gut, hinter dieser Tür muss irgendwas sein, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero und tschüss.